Servus, Freunde von Mi Piace Vespisti. Wir sind wieder mal hier in Zell am See bei den Vespa Elb Days 2023. Ich habe mir gedacht, ich fahre mal eine Runde um den See, um euch zu zeigen, warum es hier so lebend ist. Zell am See, vor mir, hinter Zell am See dann die Schmittenhöhe. Es ist einfach ein Wahnsinnspanorama. Aus Belgien! Heute ist der große Tag der Glockner Audax. Noch schaut super aus, trockene Straße, schönes Wetter, oben hängt es ein bisschen herum, aber das kann einen echten Vespisti nicht erschüttern. Mein wunderbares Gerät vom Willi Nierndl, der mir im Auto aus Kirchen eine traumhafte vorbereitete GTS 300 mitgebracht hat, und da kommen schon unsere Helden der Landstraße. Unsere Zweitakthelden. Ich fahre eine VBB 1, Baujahr 59. Vespa restauriert, 2 bis 3 Jahre. Ist jetzt fertig geworden hier für die Glockner Tour. Ich bin auch im Baujahr 59. Wir gehen zusammen in Wende am 1.8. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Zukunft mit mehr Vespa und. Und was fahrst du hier? Ich fahre eine 125er PX aus 2008. Modifiziert oder original? Nein, alles original. Du bist denn sehr ein Braver, gell? Ja. Wir haben es geschafft, da oben am Großglockner Franz Josefs Höhe. Und wir sehen ihn sogar. Und wir sehen auch die Basterze, die ihm noch einmal ordentlich nachgegeben hat. Also da ist wirklich nur noch der obere Teil da, aber ich bin eh total happy, dass wir den Glockner sehen. Ja, ich fahre da 50. Ja. Mit einem Quattrini M200. Ja, Scheibenbremsen, halt, dass er zu dazugehört. Was bringt dir ungefähr an Leistung? Ja, ca. 36 PS Leistung. Okay, also ich komme nicht mit, ja. Sehr schön ist sie geworden. So ist auch ganz schön. Jedes Jahr was Neues. Jedes Jahr ein bisschen was einfallen lassen. Diesmal kam noch dazu die Krawatte, die Lufteinlässe von Rizoma Spiegel. Mal wieder einen neuen Seitenfuß drauf gemacht vom Jürgen von Poppe. Und Vandrey heute mit meiner Sprint 300. Die ist ein kompletter Sonderumbau. Wie viel Power hat die? Die hat 28 PS am Hinterrad. Das ist aber nicht am 125er Block, oder? Ja, 300er Block.
fahre eine BX Correfos aus Spanien, aus dem schönen Barcelona. Und das ist mein Reiseroller, das Beste, was es gibt. 125er mit ein bisschen mehr Schmackes.